Hallo Freunde von meiner Whisky, haben wir noch sein Whisky-Fugium. 5 Minutes. Patient des heutigen Abends. Ein Single Malt of Scotland. Single Cask. Craig Ellachie. 10 Jahre. Und ja, ich greife mal direkt zur Bulle. Es ist so, dass im Dezember 2023 ich eine Blindverkostung eines Adventskalenders gemacht hatte. Und zum Ende des, des Kalenders, ich glaube am 24. war das sogar so, da gab es eine Abfüllung von einem Craig Ellachie mit einer sehr hohen Alkoholzahl, Sherry. Und die hat mich echt weggeflasht so ein bisschen. Das war ein richtig toller Klopper. Und da habe ich kundgetan, wenn ich so weit kriegen kann, dann würde ich da dran gehen. Und da hat mich halt einfach an den Abfüllungen abgeschreckt. Da gibt es immer nur halbe Liter Pullen. Und für einen halben Liter dann irgendwie was über 100 Euro zu bezahlen, da tue ich mich dann echt schwer. Und was soll ich sagen? Man guckt dann immer mal wieder so und beim Importeur kam dann eine Abfüllung raus von, eigentlich müssen wir sogar sagen, The Single Malts of Scotland. Dort exklusiv bottled für Kirschwhisky. Ist ein hängen die Xillis Elixier Distillers hinter. Ja, also die auch diese Wunderkugel letztendlich als Glas haben, haben hier was abgefüllt. Ein Sherry Butch, 510 Bottles. Und ja, Datum 20.04.2011. Eine Fassnummer ist angegeben, 9093, also eigentlich dann 90.093, ne? 15.04.22 ist die abgefüllt worden. Dann hat es doch noch so lange gebraucht, dass die hier Ende 23, Anfang 24 letztendlich zum Importeur gekommen ist. Bottelt mit 60%. Solch eine glatte Alkoholzahl sagt mir eigentlich, das ist dann doch noch mal eingestellt worden. Und den Craig Ellachie, den ich da im Kopf hatte, von, das ist The Darkness gewesen, eine Abfüllung. Die war, ich meine auch, irgendwie sogar bei 65 Volumenprozent. Und da habe ich gedacht, na gut, der ein oder andere weiß, ne, man hat mal bei dem ein oder anderen Novizen gehört, ne, Craig Ellachie, kennst du was für eine Distillerie, kaufen oder bekommen, kauf so viel du tragen kannst. Und da habe ich mich nicht lumpen lassen. Ich habe natürlich ein kleines Case gekauft, um mir erstmal einen Eindruck zu machen. Jetzt war ich die ganze Zeit nicht dran und ich möchte mit euch da jetzt heute dran gehen. Ich habe natürlich auch das schon mal wieder einlaufen lassen. Die Farbe der Pulle ist nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert. Alkoholstärke wird eingestellt sein auf die 60 Volumenprozent. Und ja, ist schon auch ein dunklerer Ton, Sherry. Nicht zu dunkel, also nicht ins ersoffene Sherryfass gefallen. Das heißt also, man hat hier, ich habe leider keine Auskunft, ist es ein Zeckenfill, ist es ein First Fill? Oder sonst was, oder war eben halt ein trockenes Fass, das dann letztendlich ein Butt mit höherer Alkohol, also höherer Literzahl, kann es dann dementsprechend auch anders sein. Also hier sieht es mir nicht danach aus, dass das irgendein konditioniertes Fass war, sondern eben halt ein gutes, klassisches Sherry-Butt. Ja, und ich gehe mal vor euch hier mit einer Nase dran. Hier sind schöne, klassische Sherry-Noten. Richtig frisch und fein. Und ihr seht, ich kann auch wieder gut die Nase reinhalten, ne? Schön eingebundener Alkohol. Toll. Versuch noch mal. Man kann ja immer doch so ein bisschen auch einstellen hier, ne? Boah, hier ist so eine frische Note. Da wabert so ein Vanille-Crème Brûlée im Hintergrund mit. Nicht einfach, noch mit einem anderen Ton. So ein bisschen mediterrane Geschichten so. Also ich sag jetzt mal so, da ist noch so ein bisschen was Exotisches an der Fruchtnote mit bei. Was ich nicht unbedingt so ein typisches Sherry-Butt letztendlich sagen würde. Normalerweise
denke ich, ein Oloroso-Sherry. Man müsste vielleicht noch so ein bisschen, vielleicht Marzipan-Noten rauskommen. Nee, das wird jetzt ein bisschen heller hier. Ich will dran. Slonji. Schiebt. Smooth. Jetzt kommen Mandelnoten durch, also Oloroso. Wärmend. Trotzdem smooth. Also das ist wirklich so ein. Es steigt, es steigt, es steigt. Man hat sonst auch schon mal, wenn man sich sowas reintut, dass ich extrem trockenen Mund kriegt. Das ist jetzt gar nicht mehr hier. Einfach weil. Auch die Spucke schießt letztendlich hier so, ne? Oh. Es ist jetzt nicht eine reine Nussigkeit, auch nicht eine reine Mandelnote. Was gibt es sonst so in diesen hellen Noten, so eine Macadamia irgendwie sowas, ne? Schöne Mandel-Macadamia-Noten. Aber die schon. Wieder mal ein ganz tolles Stöffchen. Ja, im vergangenen Jahr habe ich schon sowas von denen gehabt, allerdings als kleine Batch hier für Kirsch. Ne? Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern. Bei der Ben Nevis, den ich so gefeiert habe, auch zum Jahresende, eigentlich für mich die Jahresüberraschung. Hier habe ich natürlich schon eine sehr große Erwartungshaltung dran gehabt und habe wieder ganz was anderes. Also von daher aber toll. Oh, die sind gut. Und der ist so smooth und der wirkt verhalten in der Nase. Klar, sage ich auch immer wieder, wenn wir bei Tasting sind, selbst bei einem rauchigen Oktomor, der um die 60 Volumenprozent ist, sagen viele immer, der ist ja gar nicht rauchig. Ja, hohe Alkoholzahl hält erstmal so den ganzen Rauch in sich gefangen. Hier ist es genauso. Ich habe viel mehr im Mund, als das, was ich letztendlich nicht habe riechen können. Und nicht jetzt irgendwie extrem stumpf, immer noch. Schöne Geschmeidigkeit, sage ich jetzt mal so im Mund. Also, ich mache jetzt tatsächlich mal Wasser da rein. Ja? Und ich sage jetzt mal auch mehr als nur ein, zwei, drei Tropfen, sondern ein bisschen wirklich. Zehn Tropfen habe ich jetzt hier reingemacht. Man kann sehen jetzt hier, ich auf jeden Fall jetzt so gegen das Licht gucke, dass wirklich hier so ein bisschen auch Scottish Mist letztendlich auftauchen will. Ne? Also so ein bisschen der Nebel und Schlieren letztendlich das Destillat zieht. Lassen wir noch mal so ein bisschen Zeit, was denn sich da so tut im Glase. Bin ja dann doch immer dran, wenn ich so am Schütteln bin mit dem Ding, dann heißt man, oh no, shaky, shaky, sagt der ein oder andere Master Distiller, ne? Ja, man will da dran, ne? Man will halt einfach, wenn man begeistert ist, will man auch riechen. Ne? Lassen wir noch mal so ein bisschen hinwegziehen. Craig Ellachie ist halt einfach auch ein zentral gelegener Ort in der Speyside mit der gleichnamigen Distillerie. Ich kann nur sagen, mein erster Schottland-Aufenthalt, den ich hatte, war auch Craig Ellachie. Eigentlich mein erster Ort, wo ich eine Distillerie besucht habe und aus dem Auto ausgestiegen, war einfach nur für mich, oh, was haben wir hier? Angel Share in der Luft. Das verbinde ich mit Craig Ellachie. Aber von daher wirklich auch der Ort schön gelegen, hat nochmal zusätzlich zur Distillerie, die man damals gar nicht besuchen konnte, aber man sieht sie von der Straße aus mit dem Brennblasen letztendlich direkt nach vorne zur Straße hin offen. Und nicht unweit war mein B&B. Tolles Hotel haben die nochmal unten und auch ein bisschen außerhalb noch ein anderes Hotel, wo Whisky-Bars sind, noch und nöcher, inklusive den The Fittig Inn, ist eine Bar, die an einem anderen Ende des Ortsausgangs ist. Whisky genießen kann man im Otto Craig ehrlich hier auch. Ja? So, jetzt nochmal.
Aber wird voller. Aber immer noch nicht so eher die Mandelnoten. Da ist eine nussige, leicht helltönige Mandelnote da für mich. Würde ich da aber mit einer schönen hellen Fruchtnote. Ist das Erdbeer-Himbeer, so eine Geschichte, so ein bisschen mit einer Süße. Also da hat man wirklich eine Süße auch in der Nase. Aber nicht erschlagen, sondern wirklich smooth. Und auch hier, manchmal ist das ja so, dass wenn man da Wasser reintut, dass auf einmal da mehr Alkohol kommt. Nee, ist immer noch schön. Geh nochmal dran. Diese Fruchtnoten im Bereich der Zunge, so am Rand der Zunge, viel präsenter, viel pritzelnder. Ich sage da mal so gerne so eine Erdbeerfruchtnote dran, so dass man so diese, gibt schon mal so diese Schokoladen, die so einen Puff-Effekt haben, ne? Und dann so Britzeln auf der Zunge. So ein bisschen ähnlich ist das ja auch. Schön. Macht Spaß. Und es geht immer noch mehr auf. Jetzt habe ich auch Vanillenoten eben halt zusätzlich noch da drin. Und dieses Umschwenken in, wo ich sonst eigentlich warten würde, das kommt eine Mandelnote. Nee, das ist so eine, das ist eine feine Mandelnote, aber mehr mit so einer Macadamia-hellen Nussnote. Also wenn man wirklich so diese Macadamia-Nüsse hat, so. Schön. Kann ich anders sagen. Kein Reinfall. Whisky, der auch passend vom PLV ist für mich, deswegen habe ich dazu gegriffen. Der wird in einem Tasting definitiv gesetzt werden. Ich weiß jetzt nicht, wenn ein Video kommt oder so weiter. Im März-Tasting habe ich den jetzt nicht geplant. Aber das ist eine Sache, da denke ich schon, dass der da letztendlich kommen wird. Von daher, Flaschen sind zum Kaufen da erstmal. Nur probieren wir schlecht, weil wenn ich den im Testing einsetzen will, dann halte ich die Flasche bei mir auch zu Hause unter Verschluss, damit da nicht letztendlich zu viel flöten geht, damit eben halt auch alle beim Tasting, die teilnehmen können, letztendlich ihren Dram da abbekommen. Ne? Und wenn aber drüber bleibt, dann ist zum Nachgang hinterher wieder offen da. Schön. Was sagt ihr zum unheimlichen Abfüller Single Malts of Scotland? Die ist ja eigentlich eine Serie, sage ich jetzt mal so. Da hängen die Elixier-Distillers hinter. Habt ihr da ein oder andere von denen schon gehabt? Für mich ist der wieder so. Und es ist wieder bestätigt worden, Craig Ellachie kauft so viel er tragen könnt. Ja. Habt da auch schon mal einen anderen Craig Ellachie von einem anderen unabhängigen Abfüller gehabt? Oder kennt ihr eher die Originalen, den 13er? Und den 17er, der bei uns auch letztendlich da ist. Wer mal um eine Rückmeldung interessiert. Ansonsten könnt ihr mich immer am ersten Samstag im Monat 11 bis 15 Uhr im Weinhandel antreffen und sagt bis dahin.